Air Canada und American Airlines vervollständigen den Sommerflugplan auf dem Frankfurter Flughafen Richtung Nordamerika. Hier ist einiges Neues auf dem Plan. Stichwort Nordamerika, ein sehr, sehr stark wachsender Markt. Wir haben die Air Canada, die ab Sommer nach Vancouver fliegen wird. Und wir haben die American Airlines, die Philadelphia wieder in das Programm aufnehmen würden. Das zeigt einfach, wie stark dieser Markt ist, welche große Bedeutung Nordamerika für den Standort Frankfurt hat. Das ist übrigens das Zielgebiet mit der höchsten Passagierzahl interkontinental ab Frankfurt. Übrigens feiert Air Canada in 2017 das 80. Jubiläum mit mehr als 50 Jahren am Frankfurter Flughafen.